So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind wieder mal auf der Heilbronn Map unterwegs. Ja, die Heilbronn Map ist nach wie vor in der Version 1.38. Und nachdem Klausi angeblich jetzt Vater geworden ist, wird das Upgrade auf die 1.39 wahrscheinlich auch länger dauern als SCS. Die Spieleversion auf die 1.40 gehoben hat. Aber ich habe zufälligerweise im SCS-Forum gelesen, dass die Heilbronn Map auch in der Version 1.38 funktioniert, in der Spieleversion 1.39, auf der ich mich natürlich befinde. Und aufgrund dessen habe ich mir gedacht, naja, installierst du wieder mal die Heilbronn Map, ist sicherlich kein Fehler. Und siehe da, wie geht es hier weiter? Wir haben ja da schon das eine oder andere Video mal gemacht. Es ist so, dass der alte Arbeitgeber leider verstorben ist. Die Firma wurde somit aufgelöst von seinen Erben und ich stand da ohne Job. Hab einen neuen gefunden, Gott sei Dank, und da bin ich auch bereits unterwegs. Wir schauen uns vielleicht aber kurz vorher noch die Karte an. Wir stehen hier in Untergruppenbach. Nein, da fahren ja doch Untergruppenbach. Und wir fahren heute rauf nach Leckargatach. Da laden wir dann ab. Fahrzeit 23 Minuten. Wir haben eine Streckenlänge von 16 Kilometer. Wer jetzt sagt, was ist da passiert? Weil das ist eine 1:1 Map. Und deswegen schaut die Karte hier auch etwas anders aus. So. Wir haben hier Osterburken, Möckmühl. Ich brauche jetzt nicht die einzelnen Orte vorlesen. Ich kenne mich da sowieso nicht wirklich aus, weil ich ja, wie ihr wisst, nicht in Deutschland ansässig bin. Wir haben hier Greilsheim mit dabei. Wir haben Schwäbisch Hall mit dabei. Michelfeld, Wüstenrot, Rettach. Unter Gruppenbach, wo wir hier sind, in Ilsfeld sind wir zu Hause. Da haben wir unsere Garage. Also die Spedition hat da die Garage. Wir haben hier natürlich Heilbronn mit drinnen. Wir haben Sontheim mit drinnen. Wir haben das Industriegebiet Böckingen mit drinnen. Schwägern haben wir da. Laufen haben wir da. Sinsheim. Bad Rappenau. So, wir haben auf alle Fälle einen schönen Überblick über diese wirklich sehr, sehr geile Karte. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wir haben hier wunderbare Landschaft. Sensationell schaut das aus. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen zu unserem LKW, der ist schon geladen. Wir haben Getränke drauf und wir fahren einen MAN. Bin zu schnell eingestellt. Die Schritte hören sich auch irgendwie komisch an. Irgendwie ist beim Headset irgendwas anders geworden, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist auch beim Blinker, ist mir das auch schon aufgefallen. Der hört sich auch irgendwie schräg an. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass Windows diesen Companion installiert hat. Ich den zwar wieder deinstalliert habe, aber das dürfte irgendwas ausgelöst haben. Ich muss mir da die Einstellung vom Headset definitiv nochmal anschauen. Also immer wieder fällt denen irgendein Scheiß ein, wo dann im Nachhinein irgendein Problem auftritt. Naja. Ja, wir fahren hier mit unserem Tandem. Das heißt mit unserem, das sind Firmen-LKW klarerweise, aber nicht von meiner Firma. Ich bin hier angestellt. Ja, mit dem düsen wir hier durch die Heilbronn Map. Müssen wir aufpassen, dass nämlich so eine blöde Stelle. Nicht, dass wir die Reifen schlitzen vom Anhänger. Ja, wir haben hier einen DGX. Sagenhaften 440 PS. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an den lieben Micha von ITL. Ihr kennt den Micha. Wer ihn nicht kennt, rechts abbiegen.
einfach bei mir mal schauen in den Kanälen, da ist er mit verlinkt, der Micha. Biege nach rechts ab. Der hat mir nämlich beim Sound vom Kriechbaum geholfen, nachdem mir der immer wieder abgestürzt ist. Demnächst links abbiegen. Und du den Standard-Sound vom Mazda M1 nicht verwenden kannst, weil der ist grottenschlecht. Aber hört ihr das, was ich meine? Beim Blinken? Du hast irgend so ein Klacksen mit dabei. Ich habe jetzt wirklich die Zeit noch nicht gehabt, dass ich mir das im Detail ansehe. Aber es stört mich. Das ist einmal hundertprozentig so. So, komm, schalt um. Da ist irgendwas anders geworden. Da, der biegt auch. Okay. Der steht da, wartet auf ein besseres Wetter oder was? Biege nach rechts ab. So. Die ersten wichtigen Minuten verlieren wir bereits. Hier auf dieser Map. Ja, ich bin jetzt ein bisschen am Vorproduzieren. So für Weihnachtszeit und so weiter. Ihr wisst schon, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie ich im Büro sein werde über Weihnachten. Ob dieses Video, naja, dieses Video wird vor Weihnachten noch rauskommen, keine Frage. Und es ist aber sicherlich nicht das letzte Video vor dem Weihnachtsfest, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Aber ich muss auf alle Fälle ein bisschen planen, das werde ich die nächsten Videos dann dementsprechend timen, wann was rauskommt, sonst produziere ich ja immer am Wochenende. Auch da werde ich es so machen, dass wir am Wochenende produzieren. Und dann aber die Veröffentlichungstermine oder wie man sagen soll, die muss ich mir dann gut überlegen. Oh, der steht schön in der Luft. Schlecht. Also ich hätte schon vor, dass pro Woche eines rauskommt. Ich habe jede Menge Arbeit über Weihnachten, beruflich bedingt. Es ist einiges zu tun, ein paar organisatorische Dinge, Inventur ist dazwischen, die irgendwo verbucht werden muss. Monatsabschluss, Jahresabschluss, solche Tätigkeiten sind logischerweise auch zu machen. Also ich gehe aktuell davon aus, dass mehr als ein Video pro Woche nicht kommen wird, aber das reicht auch vollkommen. Bin ich hundertprozentig überzeugt. Ja, MN-Metzler funktioniert soweit, da gibt es einen Fix dazu für die 1.39. Alles in Ordnung, dann los.
Mal schauen, ob ich mich da ein bisschen einrichten muss noch bei dem LKW hier. Schauen wir. Sagt 440 PS reichen völlig aus da für den Job. Und wer die 1:1 Map noch nie gefahren ist, dem kann ich das nur empfehlen. Ist einmal ein bisschen andere Erfahrung. Du bist sonst ja in einer halben Stunde, wenn du im ETS unterwegs bist, aufgrund der Skalierung ja beinahe in einem, garantiert in einem anderen Land, je nachdem wo du halt unterwegs bist. Zumindest für mich als Österreicher ist es so. Und wenn du da eine halbe Stunde fährst, da bist du halt in der nächsten Ortschaft. Das hat schon irgendwo seinen Reiz. Finde das cool. Und das ist einfach, die Map ist einfach so liebevoll aufgebaut, das ist echt Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Der Verkehr dementsprechend. Was mir weniger gut gefällt bei dem Mod vom Mazda, ich meine, da kann der Mazda jetzt nichts dafür, aber da kriege ich Baum. Vermutlich. Und wenn ihr das hört, der Retarder, der ist für 0, Josef, den hörst du überhaupt nicht. Ein bisschen. Ganz, ganz wenig. Und was auch total fehlt, das ist der Rückfahrtton, dieser Warnton beim Rückwärtsfahren. Ist überhaupt nicht vorhanden. Ist eigentlich komisch. Oder es spielt irgendein anderer Motor mit rein. Ihr könnt mir das ja gerne in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr da Erfahrung habt mit dem Sound vom Kriechbaum da für den MAN. Ob es dann für den Mazda MAN ist oder für den Standard, ist wurscht. Hat bei beiden das gleiche Thema. Naja, aber der Retarder ist wirklich nicht berauschend. So, wir haben unseren Coffee to go mit dabei. Wenigstens irgendwas. Mhm. Weil ja meine Nespresso. Eine Nespresso-Maschine wieder funktioniert, Gott sei Dank. Ich war zur Reparatur, weil alles in den Dresdner gelaufen ist, der ganze Kaffee. Und nach sage und schreibe 3 Wochen haben wir dann dieses Teil retour bekommen. Und in der Zwischenzeit haben wir unseren Kaffee-Vollautomaten verwendet. Den haben wir ja seit dem Espresso stillgelegt. Ja, aber der war am Schluss, muss ich wirklich sagen. Also die ersten 2 Tassen vom Vollautomat, wobei das ein guter Kaffee war, muss man schon fairerweise dazu sagen. Das ist überhaupt nicht, also das, den hast du nicht saufen können. Jetzt am Schluss war der tipptopp, überhaupt kein Thema mehr. Entweder man gewöhnt sich so dermaßen schnell an so eine Brühe. Keine Ahnung, ich weiß nicht, an was es liegt. Da staut sich wieder alles, wir müssen da auf alle Fälle rechts. Geht zusammen auf eine Spur, da brauchen wir auch nicht mehr ganz rechts rausfahren. Das ist sinnlos.
was hat der Kollege da geladen? Blumenerden, glaube ich, oder? Ja. Blumenerde. Hat sich in einem Baumarkt. Ja, Nahverkehr ist einmal eine andere Erfahrung wie der Fernverkehr. Das haben wir sicherlich bei den letzten Videos irgendwo schon mal besprochen, wo wir zum ersten Mal auf der Heilbronn gefahren sind. Übrigens, wer es noch nicht gesehen hat oder wen es interessiert, es gibt auch ein Video hier von mir auf meinem Kanal, wie man die Heilbronn Map installiert. Da gibt es ein paar Feinheiten, auf die man aufpassen muss. Das habe ich, wie gesagt, in einem Video schon mal beschrieben. Und da vorne ist eine Baustelle nach der anderen und natürlich Stau. Naja, und die Zeit läuft dahin. Jetzt fährt er jetzt nach links. Das muss man, irgendwer muss man das jetzt erklären, was das für einen Sinn macht, dass der Pfeifenkopf nach links fährt. Diskutieren da. Und jetzt kommen wir wieder schön rein, gell? Na, du bist Mamas Bester. Der Verkehr war schon Ärger, muss ich feststellen. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. War schon wesentlich schlimmer. Der pfeift auch ganz schön vorbei an uns. Immer geradeaus. Alter Schwede. Lass mich nicht raus. Ey, da haben sie da. Was ist da?
müssen schauen, dass wir wieder rechts rankommen. Genau. Schluck aus der Kaffeetasse wäre auch nicht schlecht. Das ist schon ziemlich cool. Schöne Gegend, Wahnsinn. Echt top. Schöne Map. So, da müssen wir aufpassen. Ein bisschen kommt der. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ein bisschen kommt der Retarder, wenn du komplett auf die höchste Stufe drehst. Nimm die Ausfahrt rechts. So. Vorne dann rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, du sagst es. Rechts. Biege nach rechts ab. Ich finde die Map wirklich extrem geil. Es wirkt wirklich realistischer. Man, sofern man von Realismus reden kann, gell, ist ja natürlich jetzt dahingestellt. Das ist schon klar. Aber es wirkt realistischer wie, keine Ahnung, wie Promotes oder was auch immer. Es ist viel detailreicher. Da komm, schreib mal um. Demnächst rechts abbiegen. Das machen wir sofort. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, links. Läuft gut noch der Anhänger, keine Frage. Und wir sind auch bereits beim Kunden. Mehr oder weniger. Demnächst rechts abbiegen. Ja, das machen wir. So, da geht's rein. Mandert das da jetzt oder? Pff, keine Ahnung, nein, der meint da vorne. Bin mir jetzt nicht sicher, wo wir. Na, da vorne, der ist nicht rein. Ab. Ja, wo denn? Da vorne jetzt oder da? Keine Ahnung. So, Rückwärtsgang ist drinnen, aber ihr hört kein Pfeifen. So.
Ja, was hupt er denn? Ich hab dich schon gesehen. Ei, da ist irgendein Problem. So, Fenster hoch. Nein, nicht hoch. Wir werden sowieso da gleich mit den Burschen reden müssen. Oi, die tendieren schon. Da werden wir gar nicht reinkommen, da schon her. So. Erster, ich hab da Getränke hinten drauf. Alles klar. Danke. Da hat er gesagt, ich muss da noch hinten fahren. Er kennt sich da überhaupt nicht aus. Neu berechnen. Servus, Getränke habe ich für euch. Warten? Ja, und wo soll ich mich hinstellen? Das ist dir wurscht. Okay, dann ist mir auch wurscht. Stimm mir da hinten hin. Ihr ruft sie mir auf, oder wie? Ich krieg eine Nummer. Ach, das noch. Naja, gut. Du bringst mir die, danke. Ciao. So Leute, wir müssen warten, bis wir zum Mobladen da sind. Wir drehen da jetzt eine Schleife und stellen uns einfach daher. Er hat gesagt, ihm ist es gleich. Ob das eine gute Idee ist da hinten, bin mir jetzt gar nicht sicher. Das ist verdammt knapp. Das ist verdammt knapp. Nein, das kannst du vergessen. Da komme ich nie und nimmer rüber. Scheiße. Naja, dann fahren wir eben retour. Fahren wir eben retour. Also eigentlich hätte man das sagen können, der Idiot, dass ich da hinten nicht rum kann. Rumkomme. So ein Kasper. Da. Dann. Machen wir da einen schönen Bogen. Stellen uns da einfach her. Dem schon helfen, Burschen. Da. Dann haben wir mehr oder weniger in Pole Position. Da, Warnblinker aus, Fenster hoch. Na, geht ja nicht mehr, wir haben keine Zündung. So, jetzt. Freunde, das war's wieder mal mit einer Folge Hermann in Heilbronn.
Ich sage danke fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal natürlich wieder mit einschaltet. Und bis dahin alles Gute, macht's es gut, tschüss, euer Hermi.